liebe Wurzelfreunde, heute machen wir Zahnpasta selber. Das ist ganz einfach und schnell gemacht und wir haben eine natürliche Alternative zu herkömmlicher Zahnpasta. Gerade natürlich von Vorteil, wenn man auf Inhaltsstoffe wie Aspartam verzichten möchte oder Mikroplastik oder eine fluoridfreie Zahnpasta haben möchte. Fluorid ist ja an und für sich ist die Wirkung umstritten, ob es wirklich schädlich ist oder förderlich. Fakt ist, es ist zwar gegen Karies, sorgt aber auch durch die Aufnahme von Milchsäure dafür, dass Mineralstoffe abgebaut werden. Dadurch ist natürlich auch Karies wieder wahrscheinlicher. Abgesehen davon natürlich ist nicht ohne Grund, dass man empfiehlt, dass die Zahnpasta nicht geschluckt werden soll. Und auch zum Beispiel der Stoff Triclosan, der ja Bakterien zerstört, aber auch die eigene Mundflora zerstören kann. Auch auf den möchte man gegebenenfalls vielleicht verzichten. Und ich habe hier einfach eine Alternative auf Kokosölbasis, die genauso die Zähne reinigt, das Zahnfleisch pflegt, auch gegen Karies wirkt. Und ihr werdet auch sehen, einfach nachhaltiger und wesentlich schonender euren Mund reinigt. Wir legen einfach mal los. Nähere Infos werde ich euch auf jeden Fall in meinen Blog auf der Website www.elenabaron.at einfach auch schreiben. Ich habe hier jetzt eine Schüssel mit kochendem Wasser, also mit sehr heißem Wasser und ein Kokosöl. Ich empfehle, dass ihr ein Bio-Kokosöl nehmt. Und das ist auf jeden Fall, das wird flüssig bei Hitze und wenn es kühler ist im Raum, hat es eben eine harte Konsistenz. Ich nehme hier ein verschraubbares Glas, das ebenfalls gereinigt und ausgekocht wurde und fülle mir jetzt etwas von dem Kokosöl in das Glas hinein. Die Menge könnt ihr variieren, je nachdem wie viel Zahnpasta ihr herstellen möchtet. Ich mache das immer gerne eher eine geringere Menge, da ich gerne auch ein paar Inhaltsstoffe der Zahnpasta immer wieder gerne mal wechsle und ich mache das gern öfter frisch, aber das könnt ihr machen, je nachdem wie ihr das möchtet. Ihr könnt natürlich auch eine größere Portion gleich auf einmal machen. Ich nehme hier ca. 2 Esslöffel Kokosöl in das Glas und stelle mir das in das heiße Wasser, damit das Ganze flüssig wird und damit ich die Zahnpasta einfach auch besser vermischen kann. Und genau, aber je nachdem, zum Beispiel gerade im Sommer ist das Kokosöl, wenn ihr das draußen stehen habt, von Haus aus sehr, sehr flüssig. Dann braucht ihr diesen Arbeitsschritt natürlich nicht machen, den erspart ihr euch dann. Die Zahnpasta an sich, weil sie sich natürlich dann auch genauso verhält, die lasse ich dann zum Beispiel im Sommer auch im Kühlschrank stehen, dann kann man die auch besser entnehmen. Ihr seht ihr das, die löst sich auf, also es hat vielleicht eine Minute gedauert, nicht viel länger, bis das Kokosöl dann komplett flüssig und klar ist. Und wenn das dann sich komplett aufgelöst hat, könnt ihr auch schon die restlichen Zutaten dazu mischen. Da kann man ein bisschen variieren. Die Grundzahnpasta, die ist rein das aufgelöste Kokosöl, das wir hier haben im Glas, und Birkenzucker. Birkenzucker hat auch eine Wirkung gegen Karies und also Xylit. Ich nehme hier immer den finnischen Birkenzucker und davon nehme ich auch ca. 2 Esslöffel. Das heißt, ich nehme dieses Mengenverhältnis einfach nur wirklich 50:50, also 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Birkenzucker. So funktioniert das sehr, sehr gut. Das mische ich einfach unter das Kokosöl und das ist meine Grundbasis für die selbstgemachte Zahnpasta. Ihr seht das hier eh, das löst sich dann schön auf. Und die restlichen Zusätze, die kann man variieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eben Natron dazugeben. Natron hat ja auch eine reinigende Wirkung. Unter anderem, genau hier ist das aufgelöst. Und das könnt ihr aber auch so verwenden als Zahnpasta und einfach auch so lassen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr auch zum Beispiel noch einen Teelöffel Natron hinzufügen. Salbei ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade wenn man vielleicht auch Zahnfleischprobleme hat, Parodontose oder so, ist das ein super Zusatz in der Zahnpasta. Ätherische Öle kann man verwenden, wie zum Beispiel ein Pfefferminzöl.
Oder eben auch Kurkuma, das habe ich hier in einer Schüssel, das könnte man zum Beispiel auch hinzufügen. Hat auch eine zahnaufhellende Wirkung, genauso auch wie Aktivkohle. Damit könnt ihr euch auch die Zähne putzen, zum Beispiel auch dieser Zahnpasta hinzufügen. Oder auch bevor ihr mit dieser Zahnpasta putzt, mit Aktivkohle auch die Zähne putzen. Genau, diese Tipps einmal am Rande. Hier haben wir auf jeden Fall die fertige Zahnpaste, die stelle ich in den Kühlschrank und ich habe hier zum Beispiel eine vorbereitet, die habe ich mit Salbe und Kurkuma gemacht. Sieht dann so aus. Das kann man wie gesagt variieren, wie man möchte. Hier ist das nach einer Viertelstunde vielleicht im Kühlschrank wieder vollständig erhärtet und da könnt ihr dann einen Löffel nehmen. Ich habe das immer das Glas mit einem Löffel halt im Badezimmer stehen und euch eine Menge hinunternehmen zum Zähneputzen. Genau, ja, das war eigentlich auch schon das Rezept. Wie gesagt, nähere Infos findet ihr auch auf meinem Blog, auf meiner Website. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge von Elenas Allerlei. Tschüss!